Technikbauer sagt Hallo zu einem neuen Video. Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr bei euren Samsung-Fernseher das Startmenü personalisieren könnt. Wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier einen QLED-Fernseher von Samsung, Modell 2021. In meinem Fall ist das der Q65A. Und hier wollen wir die Apps hier anordnen oder entfernen. Das ist unterschiedlich, je nach Menü ist es möglich oder je nach Modell ist es möglich. Es kann also sein, dass bei euch das Ganze nicht funktioniert. Ich kann euch leider auch nicht sagen, bei welchem Modell es funktioniert und bei welchem nicht. Deswegen am besten das Ganze ausprobieren. Was müsst ihr tun? Als erstes die Haustaste oder die Content-Taste auf eurer Fernbedienung drücken und hier müsst ihr dann zu den Apps wechseln. Und wenn ihr das gemacht habt, dann drückt ihr schnell auf eurer Fernbedienung die Tastenkombination 1, 2, 3, 4, 5. Dann seid ihr in diesem Punkt, also im Entwicklermodus. Hier bestätigt ihr das Ganze mit OK, also ON, natürlich der Developer-Modus auf ON. Und das Ganze mit OK bestätigen. Dann werdet ihr aufgefordert, den Fernseher auszuschalten und wieder einzuschalten, also ON und auf OK. Hier sehen wir die Meldung, Restart, schließen und den Fernseher ausschalten. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr den Fernseher wieder einschalten. Und jetzt sollte es möglich sein, die Apps, die von Haus aus schon installiert sind, zum Entfernen. Was probieren wir gleich aus? Rakuten TV, nach unten drücken, entfernen. So, ist schon weg. Gleiche mit Apple TV, entfernen, ist auch weg. Und ihr seht, ich kann das mit jeder App machen und somit mir mein Startmenü hier anpassen, wie ich es brauche. Natürlich kann ich das Ganze auch verschieben. Ihr seht sogar Internet und die Gallery kann ich hier entfernen, aber ihr könnt es im Nachhinein wieder hinzufügen, falls ihr das doch wieder haben wollt. Und ich zeige euch jetzt, dass hier alles wirklich möglich ist, weil ja viele in den anderen Videos gemeint haben, nein, das ist nicht weg. Doch, wie ihr sehen könnt, es ist hier jede App möglich zu entfernen. Auch YouTube, die Standard-App, wie gesagt, auch das habe ich entfernt. Und noch einmal, ihr könnt das Ganze wieder hinzufügen, indem ihr euch hier die App wieder im Menü hier bei den Apps und nochmal, ihr seht, jetzt ist alles weg, also Apps. So, das war ein bisschen zu schnell, also Apps nochmal. Und hier wähle ich mir die App dann aus, nach oben und zur Startseite. Und somit habe ich sie da hinzugefügt. Also ganz entfernen könnt ihr natürlich die nicht deinstallieren, sind ja Bestandteil des Fernsehers. Aber ich habe sie hier von meinem Startmenü entfernt. Habt ihr dazu Fragen, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid auch ihr immer auf dem neuesten Stand. Technikbauer sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.